Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Pick-Video von und mit eurem Gameplay auf dem Nintendo 3DS und wir spielen heute Shinobi 3 3D, Return of the Ninja Master, ja, von Sega. Wer nicht weiß, was ein Quick-Pick ist, Quick-Pick heißt, ich spiele maximal 30 Minuten das Spiel und zwar so, als wenn ihr das auch das erste Mal zu Hause einlegen würdet. Ich weiß auch absolut gar nichts über das Spiel und ich lasse mich jetzt mal überraschen, was da so auf mich zukommt. Ich kenne ja Shinobi noch, ach, von ganz damals, ganz damals. War das noch Master System oder war das sogar noch C64er? Boah, ich bin mir nicht sicher. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt wieder da. Gehen wir mal kurz in Einstellungen. Spielversion international. Ja. Ninja-Experte? Nein. Nein, ich bin kein Ninja-Experte. Tastenbelegung. A ist Springen, B ist Angriff. X ist Start. Y ist Ninjutsu. Okay. Macht keinen Sinn. Bildschirmmodus normal oder klassisch. 3D-Effekt Tiefe oder Pop-Out. Spiellautstärke. Ah, hier. PSG-Emulator. Sega Mega Drive 1 oder Sega Mega Drive 2. Also war es doch Mega Drive und nicht Master System. So, auf geht's. Zack, zack. Zapzarab. Sega. Shadows. He is stronger than steel and moves faster than a whirlwind. Sometimes he hides in mud. Other times he transforms his shape like an ever-changing cloud. Although his fighting spirit burns like fire, his mind is as calm as still water. Violation of the commandments. Could Shinobi fail before completing the mission? We will disappear before the dawn and vanish forever. Keep this knowledge in your heart and mind. From the secret manual of Oboro Ninjutsu. Ja, gut zu wissen. Boah, ist der gut. Gut, press Start Button. Ah, der Start Button, deswegen liegt X auf Start. Also, deswegen ist X Start, weil wenn ich jetzt Start drücke, dann kommt da unten das Menü. Das wollen wir ja nicht. Gehen wir hier mal in Options und machen das mal auf Experte. Nein, natürlich auf Easy. Unsere Shurikens setzen wir mal so hoch, wie es geht. Music, he runs. Ja, okay, reicht. Und Game. Sets Resurrection. Uiuiui. Eigentlich ist es ja schon eher eine Retro-View, ne? Wenn es nicht auf dem Nintendo 3DS wäre. Boah. Hammer. Oh, jetzt habe ich meinen Jutsu schon eingesetzt. Scheiße. Wollte ich noch gar nicht. Das ist sowas wie eine Mega-Attacke. Haha. Warum werfe ich denn die ganze Zeit? Ich möchte eigentlich ganz normal schlagen. Scheint aber nicht zu gehen, solange ich eine Wurfwaffe habe. Zu Boden mit euch! Yeah! Also ich hatte es auch so in Erinnerung, dass er mit seinem Schwert hauen konnte. Naja, egal. Ah, boah, der hat gesehen. Sprungattacke. Wenn man oben in der Luft... Ach so, das war eine Bombe. Wenn man oben in der Luft runter und Tritt drückt, Schlag, dann macht er das. Ach, da steht er hinterm Baum. Yeah. Boah, die Musik ist ja... atemberaubend. Naja, es ist halt ein Klassiker, ne? Das darf man nicht vergessen. Haha. Oh mein Gott, was passiert hier? Hallo?
Behindert oder was? Ach, da kommt die Welle auch noch zurück. Ah, das kann man auch nicht richtig timen irgendwie. Na, da ist man nicht schnell genug. So. Jawoll! Naja, das ist, eigentlich trifft's genau meinen Geschmack. Ne? So ein bisschen Retro. Ich mag ja Retro. Und endlich Shinobi in 3D. Meine Träume werden wahr. Ah, ich wollte noch runterspringen. Ich habe mir schon immer gewünscht, Shinobi 3 in 3D zu spielen. Yeah, und jetzt kommen die Super-Moves, die ich hier habe. So, bam, seht ihr, eine Wende hochspringen. Kann auch nicht jeder. Ah, ja. Ja, schon klar. Ja, einmal getroffen, dann können die einpacken. Uah. Hat nicht so gut geklappt. Ach so, da unten sind auch schon wieder Stacheln. Mein Gott. Hätten sie das lieber nicht Shinobi, sondern Stachel nennen sollen. Stachelschwein oder keine Ahnung. Mir fallen jetzt keine lustigen Witze mehr ein dazu. Shinobi der geigelte. Nee, der Witz wird nichts mehr. Oh, jetzt hier Endgegner. Oh. Was kann der denn auf seinem Speer Motorrad fahren oder was? Mein Gott. Okay, man muss nur richtig abpassen. Ah, zu früh gesprungen. Scheiße, jetzt ist gleich vorbei hier für mich. Ja, jetzt kann ich nur noch so angreifen. Nein! Ja! Der Shinobi aller Zeiten. Naruto Shinobi 3. Highscore. Technical Bonus sogar. Boah, ich bin so geil. Ich bin so gut. Nein, Quatsch. Scherz. Ja, also, was soll ich jetzt... Oh, geil. Neues Gameplay. So, ich kann springen und ich kann wieder hier Dinger werfen. Oh, da sieht man da hinten, da kommen sie angerannt. Zack, zack. Zack, zack. Oh, man wird auch noch rechtzeitig gewarnt, dass was kommt. Das ist schön, das gefällt mir. Zack, zack. Zack, zack. Easy. Ja, das ist quasi schon, ja, vorgängertechnisch so ein bisschen... Ah! Verdammt. Erinnert so ein bisschen an Sewer Dive von den Turtles in Time. Wenn ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen kann. Gameplay ist ja auch eigentlich recht ähnlich. Naja. Auf jeden Fall angelehnt an dem Gameplay. Ja, ich find's nicht schlecht. Ganz ehrlich.
Und man weiß immer ganz genau, wann Endgegner kommt, nämlich jetzt. Boah, was ist das denn hier? Ist ja mega, mega schnell hier. Ey, hallo? Mein armes Pferd hier. Kriegt alles ab. Jawoll! Er merkt schon, ne? Ich bin dann ruhig. Ich bin dann hochkonzentriert, was das angeht. Ach, der Level ist noch gar nicht zu Ende. Oh! Yeah! Zack! Das sind immer so unfaire Dinger, ne? Da kann man eigentlich gar nicht ausweichen. Na doch, wenn ich mich bücke. Manchmal sind die einfachsten Sachen die besten. Habt ihr gesehen, wie fachmännisch. Fachmännisch. Entschuldigung. Ja, und direkt dahinter sitzt dann einer mit dem Maschinengewehr, der unten schießt. Ist klar. Oh, oh, wie der Fahrstuhl-Level bei Turtles in Time. Mein Gott! Easy. Sind ja quasi wirklich Kanonenrohrfutter. Muss ich ja noch nicht mal ragen. Irgendwie immer, wenn ich Retro-Spiele sehe, habe ich das Gefühl, ich muss ragen. Aber nö, nicht hier. Nein! Ich wollte schon sagen, da kann ich jetzt aber nicht festhängen hier. Jawohl. Nein! Oh, 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 nein! Hä? Scheiße. Ich bin gestorben. Jetzt bin ich mal gespannt, wo man anfangen muss. Ach, das ist ja eigentlich human. Ich hätte jetzt mit dem Pferdelevel gerechnet. Ja, sowas kennt man ja. Oh nein, jetzt bin ich aus Versehen auf Y gekommen. Scheiß kleine Nintendo DS-Tasten. Ich könnte kotzen. Seht ihr, da kommt der Rage wieder raus. Man wird's einfach nicht los. So, jetzt nicht so gierig sein. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. Ha, hast du dir so gedacht? Oh. Ja, sonst wird man zerquetscht von der Plattform. Deswegen muss man dann da außen rum. Boah. Das war jetzt knapp. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, meine Lieben. Na, war ich meiner Zeit voraus. Habe ich schon quasi oben die Gegner abgeräumt, obwohl man die noch gar nicht sehen konnte. Die waren noch gar nicht gespawnt. Die waren noch gar nicht auf der Welt und da habe ich sie schon weggeräumt. Go! Ja, das soll ich mir eigentlich dreimal sagen. Oh nein, Endgegner! Ist das Krang? Mal ernsthaft, guckt euch das mal an. Oh. Alles ist umgekehrt. Nein, ich gehe schnell weg. Ha. Alles ist wieder umgekehrt.
Aber kein Problem für den Gameblamer. Na. Oh, 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 jetzt ist er sauer. Ey, hallo. Mann, wie soll man den da treffen, wenn er so blöd durch die Gegend fliegt? Hier, Zickzack-Idiot. Boah. Der ist einfach nur schwer wegen der Unvorhersehbarkeit. Ja, toll. Scheiß Krang. Gehörst gar nicht hier in das Shinobi-Universum. Geh zurück zu den Turtles. Ja, jetzt kann ich nicht hoch genug springen, oder was? Lächerlich. Mann! Mann! Jetzt kommt wieder der Zickzack-Kurs. Oh. Ich krieg zu viel. Ey, du blöder Reifeisenmarktverkäufer. Nein! Oh, das ist doch zum Kotzen. Ach man, das macht doch keinen Spaß so. Ja, ja, ja. Fahr du mal deinen Zickzack-Kurs. Wirst schon sehen, was du davon hast. Ey, willst du mich verarschen? Boah! Drei, vier. Mein Gott. Ja, 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 in your face. Ich setz mich auf dein Gesicht. Mein Gott. Body Weapon. Ja.
Ja gut, also, wer auf jeden Fall wieder einen alten Klassiker wiederbelebt haben möchte und das in 3D und auch mal ein nicht so leichtes Spiel haben möchte, weil ihr habt ja auch schon mal auch mal meinen Retro-Views gesehen, die alten Spiele sind meist etwas schwerer als die heutigen, wo man will, dass ihr durchspielt. Früher wollte man das nicht, man wollte das verhindern. Und dementsprechend schwer waren dann halt auch die Spiele und dementsprechend haben sie aber auch Spaß gemacht, ne? Langzeitmotivation, nur mal als Stichwort. Ja, und das ist super gelungen. Also das sieht aus wie auf dem Mega Drive, nur halt noch in 3D. Ja, so kann man das am besten beschreiben. Die Musik ist original, die Steuerung ist fast original. Man muss ja mit... Ich spiele ja mit diesem blöden... Ah nee, man kann auch mit dem Steuerkreuz spielen. Ich spiele die ganze Zeit mit dem scheiß Slide-Pad. Kann man auf jeden Fall spielen, kann man sich holen und denkt bitte an mich, wenn ihr irgendwie was kaufen wollt, an die Amazon-Links, das wäre eigentlich ganz, ganz freundlich von euch, müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht, vergesst den Daumen nach oben nicht und ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.